ein schön großes Feld. Ich finde, wichtig ist immer, wenn man in die Mine runtergeht, dass man wenigstens die Rohstoffe, die man mit... Na, ich habe Lava, aufpassen. Dass man wenigstens die Rohstoffe, die man mit runtergenommen hat, wieder mit hochbringt. Und dann halt noch ein bisschen was draufsetzt. Dass es sich halt auch wirklich lohnt. Oh. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Genau, das ist halt die Gefahr hier. Wenn das jetzt auch noch passieren würde, hier schön einen Abseiler alle Rohstoffe, ne? Möchte ich schon gerne haben. Ich sollte mir vielleicht einen Rückweg offen halten. Falls jetzt hier auch irgendwie eine Blase ansteche. Dann wäre es nämlich vorbei. Wieder nur Diamanten, ne? So, dann werde ich jetzt zunächst mal wieder so einen kleinen Gang für mich bauen, dass ich hier weitergehen kann. Das kann ich ja offen lassen. Die Fackel kann weg, ist eh hell genug. Dann kommt hier eine neue Fackel hin und es geht den Gang weiter. Abo Lava, da sind auf jeden Fall auch meistens andere Rohstoffe, wie man hier jetzt zum Beispiel auch schon wieder sehen kann. War ziemlich geballt alles hier, ne? Cool. Wie sieht das Inventar denn aus? Da ist noch Platz drin. Da geht also noch was. Mit dieses Geblubbere neben mir hier. Uiuiui. Und so lässt man sich das auch gerne gefallen. Und dann würde ich auch echt als nächstes Projekt schon mal hier so eine kleine Minecart-Strecke nach unten angehen. Ups. Oh, ich habe Metall gefunden. Dann kann ich auch diese Minecart-Strecke nach unten mal bauen. Einfach so aus Bequemlichkeitsgründen. Und weil ich es eigentlich immer cool finde, irgendwas mit Minecarts zu basteln. Macht einfach Spaß, ne? Ist ein bisschen was mit Achterbahn, Fahrt und ja. Züge sind cool. Mehr Redstone. So ein Diamant wäre noch cool. Also eine kleine Ader. Hier ist es schon wieder so am Blubbern. Ich werde einfach mal die Chunks ein bisschen runterstellen, weil ich glaube, weil ich mich hier sofort bewege, geht es einfach extrem an die Ressourcen momentan. Mal gucken, ob das ausreichend besser wird. Ich werde einfach mal off-air sozusagen die. Die Spielwelt mal generieren lassen. Ja, irgendwie liebe ich das Feuer ja scheinbar. So, den könnte ich aber zubauen, den ganz genauso. Also das Metall hätte ich halt schon gerne, ne? Ja, da kommt es aber echt aus der Wand geschossen. So wird es funktionieren. Okay. Würde ich sagen, machen wir aber echt die. Schluss mit dem Stollen.
Das endet ja sonst nur im Chaos. So, Redstone, 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 Redstone. Jo. Fackeln zur linken Hand und erstmal hier nach draußen, beziehungsweise an den Anfang des Ganges. Sieht es auch so weit, 6 Diamanten. Ja, Ausbeute ist mäßig. Aber der Auftrag wurde schon mal teilweise erfüllt. Soll wurde erfüllt, aber die Kür ist noch nicht abgeschlossen. Muss ich mal gucken. Ich habe hier echt schon ganz schöne Gänge reingezimmert, ne? Okay, Fackeln rechts, also ist hier der Eingang. Dann lasse ich 3 frei und grab hier wieder rein. Und jetzt 3, 1, 2, 3 und genau, Vollgas. Und wenn ihr Vorschläge habt, was ich mal bauen sollte, dann auch gerne in die Kommentare posten. Da freue ich mich immer drüber. Ein bisschen was zu lesen und ein bisschen Input ist immer gut. Noch sind mir die Ideen auf jeden Fall nicht ausgegangen, aber ich kenne das auch von früher. Wenn man irgendwann so viel gebaut hat und lange Zeit schon wieder Minecraft gespielt hat, dann ist man irgendwann so künstlerisch, finde ich, so ein bisschen ausgelaugt und weiß einfach nicht, was man machen soll. Von daher, schreibt es in die Kommentare, ich lese mir das durch und heb oder senk an den Daumen. Oder solange ich wenig Kommentare bekomme, wenig Vorschläge, baue ich das einfach alles mal. Es sei denn, es irgendwas abgefahren ist. Also ein Todesstern werde ich jetzt nicht bauen können. Zumindest nicht einer, der den echten Todesstern ähnlich sehen würde. Und wenn, dann wäre das wahrscheinlich auch ein halbes Lebensprojekt. So eine ganze Menge Stein ist hier am Start, aber das hilft mir nicht weiter, ne? So, letzte Spitzhackenlänge. Was auch ärgerlich an dem letzten Tod gewesen ist, ich habe jetzt das Sand verloren. Den Sand, ne? Das Sand, also heute, ich weiß auch nicht, was los ist. Einen Schlag auf den Hinterkopf, bitte. Denn ich brauche ja Fensterscheiben für oben. Für unser zukünftiges Schlafzimmer und Wohnzimmer und Kaminzimmer. Was da nicht alles noch gebaut werden soll. Jo, das passt. Fackeln, komm, immer mehr Fackeln setzen. Aber mit den Blöcken scheint es sich wieder eingerenkt zu haben jetzt. Das ist doch cool. Redstone. Ja, ich werde es mitnehmen, ne? Und irgendwo muss hier Wasser in der Nähe sein. Irgendwo hier drüben. Hier tropft's durch. Ah, ist die Frage, ne? Sollen wir es anstechen? Aber wenn es auf jeden Fall schon jetzt von oben runterläuft, dann könnte es auch eine ganze Menge Wasser sein. Also, solange ich hier Erze finde, probiere es direkt mal aus.
Ja, das scheint zu hoch zu liegen. Könnte theoretisch auch aus dem Canyon kommen, den wir gefunden haben. Oder dieser unterirdischen Schlucht. Ich werde zusehen, dass ich jetzt die Spitzhacke hier schnell abarbeite und dann wieder nach oben komme. Denn jetzt vergeht mir hier auch schon langsam wieder die Lust dran. Obwohl ich auch schon stundenlang in Minen verbracht habe. Früher immer nebenbei irgendwie was angeguckt, eine Serie, eine coole, bisschen Family Guy oder irgendwas. Und nebenbei einfach auf Diamantenjagd gegangen. Aber kann ich jetzt schlecht machen? Kann ich nämlich nicht viel zu erzählen sonst. Oder ich würde nicht dazu viel erzählen. Weil irgendwann hat man sich aus dem Mund vor sich geredet und weiß nicht mehr, was man dann oder worüber man erzählen soll. Vor allem, wer guckt sich denn wirklich eine 3-Stunden-Folge Minen in Minecraft an? Immer nur schön stumpfen Gang lang gehen. Die ganze Zeit. 3 Stunden lang. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn da jemand Bock drauf hat, mache ich auch eine 3-Stunden-Folge, wie ich in der Mine stehe und arbeite. Kein Thema. Euer Wunsch ist mir nämlich Befehl. So, Kohle und wir haben es gleich geschafft. Wir sind hier quasi gerade im Endspurt. Endspurt. Ja, Licht sollte trotzdem noch da sein. Und da klärt es nicht, kann das Gold nicht mitnehmen. Na egal, ich gehe erstmal wieder zurück. An die Oberfläche. Ja, Tageslicht wollte ich gerade sagen, aber ich weiß ja gar nicht, ob jetzt Tag momentan ist. Das wird sich erst gleich zeigen. So, schmaus mir hier mal einen gebratenen Kabeljau rein. Minecart, bitte. Es wäre Zeit. Aber da muss ich auf jeden Fall die ganzen Steine an der Seite wegnehmen. Oder auf einer der Seiten. Einfach, aber mindestens doppelt an einigen Stellen. Das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, fange ich hier mal an. Metall wegsortieren. Passt. Dann benötige ich Holz. Ich brauche nämlich unbedingt. Ein paar Sticks kann man immer gebrauchen. Ja, komm, 8 Sticks. Das Holz kommt wieder in die Truhe, muss ich nicht verschwenden. Dann baue ich mir jetzt erstmal wieder Werkzeug. So. Spitzhacke. Alles klar. Schaufel. Wie gesagt, ich habe momentan nicht viel. Da verzichte ich da erstmal drauf. Bauen wir das lieber aus Metall. Genauso das Schwert aus Eisen. Brauche ich ein Hoe? Irgendwann brauche ich ein Hoe, also baue ich mir eine Hoe. Passt. Habe ich schon rausgenommen? Nein. Gut. Zack, der Rest kommt wieder in die Kisten zurück. Kiste, Kiste, Kiste. Genau hier wollte ich hin. So, Lapis Lazuli kann auch weg. Und insgesamt 5 Diamanten doch, ja. Mehr als erwartet. Also, Redstone wird auch langsam viel. Ich muss mal diesen Kistenraum bald fertig bauen.
da erstmal anfangen, eher gesagt.